kenne das sonst nur. Eine Station, ein Labor, ein Drucker. Ja, das kenne ich von meiner Arbeit auch. Da ist es auch nicht anders. Ja, da gibt man Geld aus für Dinge, da fliegen dir die Löffel weg. Und dann heißt es ja, aber nee, wir haben nur Geld für einen Drucker. Musst du mit leben. Ja, so ist es halt. Aber wir sind ja besser als der Rest, ja? Wir sind ja besser als die anderen. Bei uns gibt es sowas nicht. So, auch hier haben wir jetzt komplett noch gar keine Schreibtische. Die müssen wir auf jeden Fall einbauen. Also Schreibtische sind ja natürlich auf jeden Fall notwendig. Nee, das war jetzt nix. So. Machen wir dann hier Bürostühle her. Gut, okay. Dann gehen wir hier wieder her. PCs. Wie gesagt, ich mache jetzt Doppelbelegung. Wir haben ja unseren Mitarbeiter noch theoretisch da. Wir müssen bloß gucken, wie wir sie einbauen. So, machen wir das mal einen langen Tisch hier rein. Auch hier werden Mikroskope gebraucht. Auch hier werden Drucker gebraucht. Eine Laborspüle gibt es auch bei uns. Kein Problem. Gefäße. Ein Abzug. Alter Schwede, was bist du denn? Machen wir mal anders. Krasses Pferd. So, Glasgefäße. Auch hier nochmal in rauen Mengen. So, machen wir einen Geräteschrank auch da rein. Gefäße! Frage ich. Je mehr Gläser und Geräte die haben, umso besser können die arbeiten. Oder ist es egal, ob man nur einen Tisch voll macht? Diese Sachen haben ja alle Tooltips, ne? Ein Set aus Glaswaren und so weiter. Ich glaube, wichtig, wenn du da draufklickst, ist nur das, was hier steht. Brutkasten zum Beispiel. Wollen sie haben. Brutkasten wichtig. Ja, wenn das gelbe Zeug erfüllt ist, das ist das, was die unbedingt brauchen, um arbeiten zu können. Und wenn die sagen, wir wollen einen Brutkasten, ja meine Güte, dann gibst du denen halt einen Brutkasten. Ne? Sonst können sie halt nicht anständig arbeiten. Wenn du zwei hast, arbeiten zwei Leute parallel. Genau. Wieder, hau da noch gerade ein Announcement rein. Was braucht man ab einem Typ 3 Labor? Okay. Virulent. Habe ich jetzt schon Schiss. Wie ein Schnitzel im Sommer. Gut, dann, meine Lieben, wir sind jetzt hier im Laborbereich. Und dann brauchen wir jetzt natürlich auch noch hier Bereich. Nämlich eine Bank zum Beispiel, wo die Leute warten können. Machen wir ein bisschen auseinander. Ich hasse das, wisst ihr, kennt ihr das, wenn ihr beim Arzt hockt? Ja. Und, ihr sitzt da so beim Arzt, denkt an nichts Böses. Ja, und dann hockt er da so quasi in der Legebatterie. Das ist ja mal so unangenehm. Ich bin da jedes Mal genervt. Maximal. Ein Spiegel gibt es hier auch. So, gut. Pflanzen könnte man hier eigentlich auch nochmal eine reinstellen. Weißt du, wir haben da ja auch ein bisschen Platz. Ja, eine reinstellen reicht, ne? Machen wir das mal hier ein bisschen so gleich. So. Gut, dann brauchen wir noch die Toilette. Unser klassisches Kunden-WC. Machen wir anders. Machen wir so. Und so. Waschbecken. Oh, das wird ver... müssen wir anders machen. Das müssen wir so bauen. Es gibt hier 3 Toiletten. Bin mal gespannt, wie ich das jetzt hinkriege. Da kommt hier eine Wand rein. Hier eine Wand rein. Noch eins mehr. So, und dann kommen jetzt hier Türen rein. Das ist schon ein bisschen arg, ja, eng. Na, das ist schon ein bisschen arg eng. Aber gut. Das geht sogar. Also es klappt ganz gut eigentlich alles. Es ist halt eine kleine Toilette. Aber was willst du erwarten, ne? Also nicht jeder Thron ist eines Königs würdig, ne? Da kriegen wir nichts anständig rein. Eine Uhr gibt's aber auch. So. Gut. So. Das Biotech-Ei. Okay, krass. So, jetzt kommt der wichtige Teil des Tages.
Wir haben hier keine Mitarbeiter zugewiesen. Aber wir haben doch eigene Mitarbeiter noch, oder? Ich will ja nicht unbedingt zwingend nur Personal einstellen. Ah! Technische Assistentin für Tag. Technische Assistentin, ich will da eine gute mit einer weniger guten auch in der Nacht zum Beispiel. Machen wir das mal so. Hier kommen zwei hin. Einmal Tag, einmal Nachtschicht. Moment. Okay, dann haben wir jetzt unsere Tag auch hier. Und dann brauchen wir jetzt hier nochmal 9. Der hat Biochemie. 29, aber der ist besser. Okay, also die haben echt einiges drauf hier. Wir machen halt jetzt einfach mal die Bereiche gerade so ein bisschen voll. So mittlere Leute ungefähr. Einmal Tag, einmal Nacht. Gut, dann haben wir das jetzt, den Bereich jetzt auch geklärt. Wir haben jetzt hier alles, was wir brauchen, außer einen Aufenthaltsraum. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil den brauchen wir auf jeden Fall für unsere Mitarbeiter. Nur das Beste. Ja? Und wenn unsere Mitarbeiter kriegen hier oben einen großen Aufenthaltsraum. Machen wir mal Folgendes. Bis hier wird Aufenthaltsraum. Wir brauchen noch ein Fenster, fällt mir gerade so ein. Der Dreier-Thron. Ja. Ah. Schauen wir mal. Hier ist eine Lüftung. Dann kommt jetzt hier... Moment. Ich muss es noch deklarieren, glaube ich. Aufenthaltsraum. Achso, das geht nicht, weil keine Tür, ne? So, kein Zutritt. Ist gerade wieder ein Moped vorbeigefahren. Die Heiligen Drei Könige können ihre Sitzung halten, ja. Mit Weihrauch. Auch das. Geht das nicht, weil das 4 braucht. Ah, gut. Dann halt auch das. So, jetzt machen wir hier mal einen schnicken Boden rein, weil das schaut ja aus wie Wein. So, dann machen wir das jetzt hier. Aufenthaltsraum für unsere Leute. Nur das Beste, wisst ihr ja. Also, Bücherregal bauen wir ein. Hier so ins Eck. Bücherregal, einen Kühlschrank gibt es hier. Ein Sofa auf jeden. Und gegenüber kommt ein Fernseher hin, aber da braucht er auch so einen Kaffeetisch oder sowas. Nee, so ein Schrank hier. Ja, guck an. Hier hinten gibt es hier noch einen Esstisch angebaut mit schicken Stühlen. Braucht man nicht mehr. Fernseher kommt hier drauf. Jo. Dann gibt es einen Kaffeetisch in der Ecke hier hinten noch. Und da kommt dann eine Kaffeemaschine hin. Warum zum Geier geht jetzt die Kaffeemaschine nicht auf den Kaffeetisch? Schließfächer brauchen wir auch. So. Jetzt pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich muss mal die Stühle kurz an die Wand legen. Machen wir das halt so. Dann könnten die halt hier so ein bisschen entspannt sitzen. Und dann gibt es halt meinetwegen auch hier noch eine Kaffeemaschine. Wenn das geht halt auch echt nicht, ne? Wo muss diese Kaffeemaschine? Der Kaffeemaschine reduziert Hunger und die Erschöpfung. Ja, das finde ich ja grundsätzlich gut. Eine Spüle. Machen wir auch hier rein. Gibt es hier einen anderen schönen Tisch vielleicht? Quadratischer Tisch. Ich meine, es ist, sind wir mal ehrlich, ne? Also, so wäre es mir auch eigentlich ganz recht. Dann drehen wir das halt einfach um. So. Haben wir hier auch mehr Platz? Kriege ich jetzt da eine Kaffeemaschine? Ja, Gott sei Dank, da kriege ich eine Kaffeemaschine draufgestellt. Okay, das wäre es nämlich. Haben wir hier auch einen Bereich nochmal. Es fehlt noch eine... Was? Eine Spitalkantine für die Patienten.
What? Nein! Oder? Sag doch bitte nicht sowas. Nee, tatsächlich gibt's das nicht. Okay, Tagschicht, Operationspersonal haben wir auf jeden Fall. Nur in der Nacht nicht. In der Nacht gibt's keinen Operateur. Okay, wollen wir mal nachts einen Operateur einstellen? Ein Doktor Operateurs. Kann ich dann Operateur einstellen? Kandidaten Operateur. Jetzt hat man nachts einen Operateur. Aber nachts wird keiner operiert, ne? Ist egal. So. Okay, unser Labor sollte jetzt also quasi faktisch laufen. Wir haben unsere Leute hier am Start. Diese Leute hier, der ganze Raum ist jetzt hinfällig eigentlich. Was? Keine mal. Nein, leider keine Kantine. Es tut mir fett sorry. Jetzt gucken wir mal, was machen die hier oben? Gehen, oder? Tatsächlich. Da kommen aber wieder andere. Ach, das waren die von unten. Ja. Und du? Führt Eingriff aus. Okay. Führt welchen Eingriff? Muss der jetzt auf den Patienten warten, oder was? Ja, tatsächlich. Die kommen. Ach, die müssen jetzt echt hochkommen, ne? Okay. Ah! Müssen die Proben abgeben. Aber hier haben wir... Ach, da haben wir einen Wartebereich. Okay, cool. Also die bringen die Sachen, wenn die dann angerufen werden. Das ist cool. Nachts wird nicht operiert. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin für freie Operationen auch nachts. Okay, werden die nächsten Proben gegeben. Wie schaut das jetzt hier aus? 4 Proben. Kann man die Auslastung niedrig und nichts, okay. Ja gut, wir können aber auch nachts Proben untersuchen. Also das geht jetzt auch. So wie der Zwerg Krankenhäuser baut. Wieso? Das ist doch 1A. Schaut euch mal das an. Das ist das Krankenhaus der Liebe. Das bisschen Brandschutz, da achtet doch keiner drauf. Nacht-OPs würden vieles auch einfacher und schneller machen, ja. Ja. Mal blöd gefragt. Ach so, ich dachte jetzt gerade, wo sind denn unsere Leute eigentlich hin? Da. Aber er hat sich die Hände gewaschen. Das, also muss man wirklich schon sagen. Solitär wieder. Yay, Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Verdienen gerade richtig gut Geld. Bin begeistert. Da jetzt, da waren sie gerade am Pröbchen, ne? Oh, hier sitzen auch ganz schön viele schon wegen den Proben rum. Rückenschmerzen, okay. Auftrag abgeschlossen. Belohnung, Ansehenbonus, 20% für einen Tag. Moment. Okay. Also wir kriegen jetzt relativ viele Leute, ja? Wir haben 4 von 11 aktive und stationäre Aufnahme in Intensivstation. Belohnung, ein Rettungswagen. Aktiviere die stationäre Aufnahme in Intensivstation. Okay, also wir müssten eine Intensiv bauen. Rette einen Patienten, nachdem er einmal kollabiert ist. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Behandle 40 Patienten. Oh, 40 Patienten ist für viel. Was, wegen dem Virenlabor würde sein Krankenhaus schon dicht gemacht werden? Fließen geht gar nicht. Muss eine ebene Fläche ohne Fugen sein, um zugelassen zu werden. Ach, echt? Ihr müsst mir sowas nur sagen. Ich baue alles. Schwarzer Boden. Gibt es ohne? Paneele? Heller Boden? Weißer Boden? Wir hätten gerne irgendwas. Schwarzer Boden. Komm, Virenlabor braucht schwarz. So. Ein richtig schönes Virenlabor. Jawohl. Jetzt schaut es auch martialisch aus, ne? Eine ebene Fläche. Wahrscheinlich total versiegelt und so weiter. Vom Parkplatz bis zum OP ist der Patient dreimal gestorben. Ich weise das entschieden zurück als Pressesprecher dieses Hotels. Ja, genau. Dieses Krankenhauses.
Die Sterberate in unserem Krankenhaus ist äußerst niedrig. Soll fast nie vorkommen. Außerdem haben wir ja die besten Ärzte, die überhaupt existieren, eingestellt. Also da muss was gehen. Oh. Apropos. Reinigt hier eigentlich irgendjemand? Jetzt mal blöd gefragt. Wem gehört denn dieser Putzraum? Der ist hier. Der ist hier. Und fürs Labor haben wir keinen Abstellraum, ne? Kann ich den... Aber ich kann den auch nicht dem anderen zuweisen, ne? Das ist nur einer zugewiesen. Schade. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Putzraum. Einen kleinen aber nur. Also wirklich nur einen mini-kleinen Putzraum. Sowas. Das wird unser Putzraum. Dann machen wir hier noch eine Türe rein. Und Fenster brauchen wir ja immer noch. So, Böden brauchen wir auch noch. So. Und dann brauchen wir hier noch ein Regal. Eins reicht. Einen Reinigungswagen stellen wir hier auch noch rein. Mülleimer gibt es hier auf. Und das reicht dann auch schon. Hätte man den machen können, muss ja kein schöner sein. Wie ist es jetzt eigentlich mit dem Personal? Kein Zugang. Ach so, ja klar, logisch. Können wir kein Personal einstellen, wenn da kein Zugang da ist. So. Dann brauchen wir hier noch eine Türe. Und dann können wir jetzt hier auch jemanden einstellen. Reicht mir aber ein Hausmeister tagsüber. Hier haben wir jemanden sehr effizienten, aber der verlangt natürlich auch sehr viel Geld. Ich nehme die goldene Mitte. So, okay. Zack, und los geht's. Zwergi ist Doktor, Politiker, Streamer und jetzt auch noch Sprecher. Ich führe eine Liste zwergischen Jobs. Ich mache alles, ja. Auch billig. Öffnungszeiten in der Klinik. In der Klinik gehen zu Ende. Alles klar. Okay, also es ist Abendzeit angebrochen bei uns. Das heißt, wir werden jetzt viele Leute heimschicken. Wir haben 39 Patienten aktiv behandelt, 3 sind gegangen. Das kann natürlich auch daran gelegen haben, dass hier einfach schlicht und ergreifend das Labor nicht gearbeitet hat, weil hier läuft nämlich ziemlich viel auch gerade parallel. Also hier werden einige Sachen gerade gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Auslastung nicht zu heavy ist, weil wir haben hier Hochauslastung. Also in dem Ding bräuchte man auf jeden Fall mehr Mitarbeiter, habe ich so das Gefühl. Die sind überlastet.